Ja, was soll man sagen zu diesen Märkten, meine Damen und Herren? Am besten gar nichts, aber ein paar Sachen werde ich schon sagen. Und als Überschrift habe ich jetzt einmal gewählt: Big Tech fällt, denn es sind die großen Tech-Werte, die so ein bisschen die Stimmung verhageln. Es sind die Apples, die Amazons, die Teslas vor allem, die hier so ein bisschen vor allem den Nasdaq nach unten ziehen. Wir sehen, das ist der schwächste Index. Wir sehen den Dollar stärker. Wir sehen, dass die Chinesen schon wieder Corona-Problem haben und dann machen sie wieder Lockdowns mit der Folge, dass hier die Rohstoffe fallen. Ne? Und dadurch ist die Stimmung, sagen wir mal, gemäßigt. Es ist praktisch überhaupt nichts los an den Märkten. Liquidität dünn, gell? Also Thanksgiving ist da ja am Donnerstag und am Freitag in den USA dann halber Feiertag und dann legen sie alle schon mal prophylaktisch schlafen. Nur der Elon, der ist hellwach und muss sehen, wie seine wunderbare Tesla-Aktie jetzt durch maßgebliche Unterstützungen fällt. 170 knapp jetzt in Dollaris die wunderbare Tesla-Aktie. Und wir sehen hier im Chart, also das könnte relativ bös werden für den Elon. Und wir sehen auch, dass er jetzt schon wieder 321.000 und ein paar zerquetschte Autos zurückrufen muss. Das belastet natürlich, das belastet die Tesla-Aktie, das belastet den Nasdaq, das belastet uns alle. Weil so eine tolle Firma, wenn die dann Autos zurückrufen muss, dann ist das natürlich, das hinterfragt unsere Gewissheiten. Und jetzt haben wir die Situation ja so, dass nach der Rallye die Financial Conditions ja wieder ziemlich lax sind. Und ich hatte immer wieder in diesen Videos, meine Damen und Herren, betont, dass es die Financial Conditions sind, die die US-Notenbank Fed interessieren. Und wann die zu lax sind, dann wird die Fed zu aggressiv. Und da bin ich mal gespannt, was da kommt in dieser Woche. Da haben wir schon ein paar Fed-Speaker, aber wir haben den Pauli, den Jerome, den haben wir am 30. Da hat er sich eine Rede einbuchen lassen. Und da bin ich mal gespannt, was er sagt. Jedenfalls sind die Financial Conditions schon so, dass normalerweise die Fed in solchen Situationen die Zinsen senkt, weil halt die Wirtschaft zu schwach ist, gell? Aber diesmal nicht. Obwohl die Inflation zurückgeht, hebt die weiter die Zinsen an, aber die Wirtschaft geht halt schön weiter zurück und das könnte dazu führen, dass wir vielleicht auch bei den Aktien ein Problem sehen, denn da ist eine Rezession noch nicht eingepreist, da ist eher ein Soft Landing eingepreist, da ist eingepreist, dass die Fed bald aufhört mit den Zinsanhebungen und dann die Wirtschaft also ganz soft landet irgendwie. Wie hier könnte es aber sein, so zeigt hier eine Analyse einer Großbank, dass wir vielleicht so ein ähnliches Muster bekommen wie 1980 bis 82. Da hatten wir eine ähnliche Chartformation beim S&P 500, haben dann nochmal ein neues Tief gemacht und dann sind wir ausgebrochen. Und dieser Ausbruch könnte folgen, weil die Fed dann plötzlich nicht mehr die Zinsen anhebt. Wie Sie wissen, bin ich ja immer dauerbullisch und jetzt erwarte ich aber dennoch, dass wir nochmal neue Tiefs machen. Aber dann könnte man durchaus ja, weil ich so bullisch bin, eben dann weiter steigen. Also das wäre schon eine Möglichkeit. Jetzt sagen aber immer mehr Banken, wir kriegen eine Rezession in den USA. JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank. Und die sehen alle, also zumindest Goldman Sachs und Morgan Stanley sehen auch, dass noch more Downside for Equities der Fall ist, gell? Und das sieht auch der Jerome. Der hätte ja das gerne, dass da mehr Downside ist, dass es also da ein bisschen mehr nach unten geht. Und das liegt eben auch daran, dass der Amerikaner als solcher, ja, der ist ja sehr ausgabefreudig und jetzt sehen wir, dass hier die Kreditkartenschulden in diesem Chart, die machen Bums, die gehen nach oben und die Sparquote geht nach unten und irgendwann ist da nicht mehr viel drin. Na, dann musst du wieder Helikopterschecks drucken, sonst kann der Amerikaner der Gemeine nicht mehr konsumieren und das wäre halt schlecht. Ohnehin ja Kaufkraftverluste, weil die Löhne nicht gescheit steigen, gell? Die Arbeitslosigkeit dürfte jetzt relativ stark ansteigen. Was wir da im Tech-Bereich sehen, ist denn nur der Auftakt. Und hier sehen wir mal die Stimmung der CEOs in den USA. Die ist also schlimmer als im Corona-Crash. Na, und das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil dann dieser CEO eben nichts bestellt, keine neuen Investitionen tätigt und dann geht halt die Wirtschaft wirklich nach unten. Das ist genau das. Und das wird bestätigt durch die Frühindikatoren, die jetzt schon so lange negativ sind, dass wir eigentlich ziemlich sicher eine Rezession bekommen. Das zeigen ja auch die invertierten Zinskurven.
Und eigentlich sind dann für diesen Fall aus meiner Sicht, meine Damen und Herren, die Aktien noch ein bisschen teuer. Das sehen wir hier auch mit der Real Yield der 10-jährigen US-Anleihe. Also das ist die Rendite minus Inflationserwartung. Normalerweise geht das mit dem Kursgewinnverhältnis der Aktien relativ parallel und da wäre dann eben noch mal ein bisschen Luft nach unten. Deswegen glaube ich, sind wir da noch nicht über den Berg, was die Aktien betrifft. Jetzt haben wir hier noch in dieser Woche einige Retailer, die berichten. Wir haben New Home Sales, Consumer Confidence in den USA und wir haben vor allem am Mittwoch, das wird wichtig, das FED-Protokoll, drei FED-Speaker haben wir und dann ist eigentlich schon praktisch finito für diese Woche. Aber wie gesagt, der Pauli, der hat sich am 30. November bei Brookings eine Rede einbuchen lassen. Vielleicht wird er da sagen, also ich bin nicht begeistert über den Anstieg der Aktienmärkte. Ich möchte, dass die fallen wegen die Financial Conditions, meine Damen und Herren. Gefallen ist heute auch der Ölpreis. Das ist jetzt nicht, also der Ölpreis, damit ist nicht der Preis gemeint, sondern der Preis, also in dem Sinn jetzt der Ölpreis, also das, was man für Öl zahlen muss. Da gab es nämlich einen Bericht, dass die Saudis die Produktion ausweiten wollen, woraufhin der Ölpreis gefallen ist und dann haben die Saudis gesagt, das war nur ein Witz, gell, das haben wir mal so gesagt, gell, weil wir waren kurzfristig short und dann haben wir gesagt, das stimmt ja gar nicht, dann waren wir kurzfristig long, das hat sich rentiert, ne? Also die Saudis, die sind ähnlich wie die Kataris, die wissen, wie es geht, die haben das absolut drauf. Und hier schauen wir uns mal den Ölchart an. Das war so eines der Mega-Highlights heute, was da passiert ist mit dem Ölpreis. Bums runter und dann bums wieder rauf. Der Chart, Sie ahnen, ist von Capital.com und das ist der Ölpreis, also der Preis vom Öl jetzt in dem Sinn. Jetzt hat die EZB, wenn wir jetzt nach Europa kommen, meine Damen und Herren, hat eine Studie anfertigen lassen. Und die zeigt, dass ihre, wie hat sie es genannt, ihre unkonventionelle Geldpolitik, die würde besonders den ärmeren Ländern zugutekommen. Da würde dann viel Wachstum entstehen, hat die EZB herausgefunden. Also vielleicht ist die EZB gar keine Notenbank, sondern eine Heilsarmee. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, meine Damen und Herren? Ich denke die ganze Zeit drüber nach und schauen Sie mal die Christine an, gell, wie fromm die da herschaut. Also das ist vielleicht so eine Art neue Kirche, könnte man sagen. So. Und da werden auch ja die Armen sehr gut behandelt, ne? Und das geht dann auf Kosten der, von wem eigentlich, das wissen wir jetzt nicht mehr. Aber wir haben ja gesehen, wie erfolgreich die EZB-Politik ist, denn heute sind die Erzeugerpreise schon massiv abgestürzt in Deutschland. Da hatte man eigentlich sogar ein Wachstum erwartet, aber die sind einfach abgestürzt. Das ist völlig überraschend, damit hat keiner gerechnet. Gell? Und das ist eine gute Nachricht für die EZB, für die Heilsarmee EZB. Und jetzt könnte es aber sein, dass wir dann, wenn eben die Wirtschaft abschmiert, dann auch die Inflation zurückgeht, die Erzeugerpreise zurückgehen und wir dann plötzlich irgendwie in eine Deflation wiederkommen. Und was machen dann die Notenbanken? Gell? Naja, Heilsarmee halt, Geld drucken, gell? Das ist ja ihre Stärke, das haben die absolut drauf. Und jetzt möchte ich nochmal eine Lanze für die Grünen brechen. Die haben jedes ihrer Wahlversprechen, meine Damen und Herren, haben die eingehalten. Hier etwa vor einem Jahr war ja so verschiedene Plakate, keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Und haben wir das gemacht? Nein, haben wir nicht gemacht. Und dann wird hier versprochen, erlebe dein grünes Wirtschaftswunder. Das haben wir erlebt, meine Damen und Herren. Und damit nach der Miete noch was bleibt, das erleben wir gerade mit unseren Stromrechnungen auch. Da ist sehr viel geblieben nach Abzug aller Subventionen, die wir dann hintenrum wieder bekommen. Aber man muss einfach sagen, es wird ja viel geschimpft über die Grünen, gell? Und das finde ich unanständig. Weil zum Beispiel grünes Wirtschaftswunder, gell? Das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, da kommen dann 7000 neue Jobs im Ministerien dazu, das ist ein Wunder, das ist ein Wirtschaftswunder, es ist halt die Frage, wie du das definierst und jetzt haben wir da eine Staatsquote schon gehabt, über 50% und die geht jetzt weiter nach oben, das ist halt das grüne Staatswirtschaftswunder, wo man sagt, ja, also das sind halt Wahlversprechen, die auch eingehalten werden. Also ich bin begeistert von dieser Partei, muss ich sagen, weil welche Partei sonst hält denn ihre Wahlversprechen? Ja, das muss man ja einfach mal fragen, meine Damen und Herren. Das ist, ne, das ist halt auch da, zum Beispiel mit dem Versprechen, sind wir jetzt bei der WM in Katar, jetzt schauen Sie mal an, diese WM hat 220 Milliarden
Dollar gekostet. Im Vergleich zu Russland waren das nur 11,6 Milliarden und in den 220 Milliarden sind ja noch nicht einmal die Bestechungsgelder enthalten. Ne? Und da ist ja besonders auffällig geworden der Infantino, der so super Rede gehalten hat. Ne? Also wenn ich so viel Geld bekomme, halte ich auch eine solche Rede. Das kann ich Ihnen versprechen. Ne? Also vielleicht sogar besser als der Infantino. Ich bin schwul, ich bin quer, ich bin, ich wurde auch gemobbt. Ne? Das war eine Spitzenrede. Also wenn Sie mich fragen, die beste Rede, die jemals satirisch irgendwie gehalten wurde, meine Damen und Herren. Und jetzt mal zum Ernst der Lage. Die iranischen Spieler haben geschwiegen heute bei der Nationalhymne, während wir dann gleich wieder zurückgezuckt sind wegen dieser Binde da, dieser LGBTPPPP, weiß ich nicht mehr, wie das heißt, also auf jeden Fall wegen der Binde, die wurde Neuer hat anziehen wollen, aber nicht anziehen darf, gell? Der Michael Kane oder wie er heißt von den Briten, der hat es ja auch nicht gemacht, gell? Und offenkundig, so hat es ein Experte gesagt, hat die FIFA gedroht, sogar bis zum Ausschluss der Mannschaft, jetzt oder irgendeiner Mannschaft, ne? Jetzt meine Frage, ja, wenn jetzt die Engländer sagen, ja, dann reisen wir halt ab und die Deutschen sagen, ja, dann reisen wir mal ab, ja, was hätten die FIFA dann gemacht, gell? Das wäre mal ein Zeichen gewesen, aber da sieht man, wie ernst die das meinen, gell? Also wir sind ja da auch super, moralisch sind wir ja einwandfrei, gell? Und dann, wenn die FIFA sagt, also bitte die Binde nicht tragen, sonst kriegt ihr gelbe Karten, dann haben wir sofort eingesehen, dass diese Konsequenzen zu hart werden, ja? Das muss man verstehen. Also da habe ich auch... Da bin ich völlig dabei. Übrigens noch zu den Grünen wollte ich noch sagen. Die Chinesen haben jetzt einen Deal mit Katar gemacht, 60 Milliarden Dollar. Langfristvertrag, der Habeck war ja unten bei den Kataris und hat auch gesagt, einen Langfristvertrag mache ich nicht, gell, weil wir haben ja bald Erneuerbare, da brauchen wir euer Gas nicht mehr, also das wäre mehr so Kurzfristvertrag. Und jetzt ist es aber so, dass wir dann mit den Chinesen konkurrieren müssen, meine Damen und Herren, und das wird hart, weil der Chinese, wenn der jetzt mal kein Corona nicht mehr hat, dann wird der wieder sehr kaufintensiv, sage ich einmal. Ne? Also das könnte richtig schwierig werden mit dem Gas bei uns, aber das sind wir erst einmal super souverän. Ne? Na, vielleicht tragen wir da Armbinde dann und sagen, also wir unterstützen den Chinesen, der jetzt praktisch auch Gas kauft. Ne? Das wäre eigentlich einmal eine Variante. Meine Damen und Herren, abschließend noch zwei Artikelempfehlungen. Hier Gold und die Zinsatombombe der Fed. Ein super Video von dem Hannes Zipfel, kann ich nur empfehlen, wenn Sie was über Amerika wissen wollen, wie es da wirklich ausschaut, dann diesen Artikel lesen. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, ja, wo ist jetzt die zweite Empfehlung? Nein, hier war schon die erste Empfehlung mit den Chinesen, das war die erste Empfehlung. Also ich habe zwei Empfehlungen, die Chinesen, die das Gas kaufen und Gold, die mit der Atombombe von wegen der Fett. Gell? Also es sind zwei Empfehlungen, ich empfehle mich jetzt und sage Servus, ciao.